Hallo meine Freunde und einen wunderschönen guten Tag beim PC Building Simulator. Jo, hier geht's direkt nahtlos weiter mit dem Spiel. Wir befinden uns hier immer noch, die beiden sollen wir bauen und den hier testen und wieder ein Benchmark, Alter, Score knacken. So, dann klatschen wir hier mal einen Zettel dran. Bums. Und Bums. Die bauen wir ja fast identisch bis auf verschiedene Prozessoren. Mann, gut, dass ich eine Wasserkühlung gekauft habe. Ich habe da wieder nicht drauf geachtet. Hat der auch noch extra Wünsche? Nein. So, hier kommt der i7 rein. Nehmen wir auch gleich mal wieder alles auseinander hier. Das kann weg. Das können wir aufmachen. Gut. i7 ist dann das Board. Und jetzt bin ich gespannt. Wir verbauen jetzt hier das erste Mal eine M2-Festplatte. Da bin ich jetzt echt mega gespannt drauf. So, Grafikkarte kriegt er diese. Obwohl, nee, erstmal gucke ich nach der Festplatte. Wo? Ach, da. Wie geil. Schön. Sehr schön. Aber ohne Kühler drauf. Das ist natürlich ein bisschen ärmlich bei dem Board. So, Speicher haben wir hier auch, glaube ich, jeweils identisch gekauft. Dann brauchen wir den i7. Das ist hier. Den Stick daran. Irgendwie, ich habe das Spiel, das hakt heute. Das ist echt. Bah. So, das. Jetzt brauchen wir noch die Kraken. Bauen wir den mal da unten hin. Wie gesagt, man sieht hier das Leuchten eh nicht von dem Teil. Da haben wir alles, ne? Haben wir. Oh, hier. Hier ein Gehäuselüfter hinten gefunden. Und darüber passt wahrscheinlich eh keiner mehr. Nee, war klar. Kabel. Kommt mir so wenig vor. Ja gut, okay. Es fallen jetzt auf jeden Fall schon mal zwei Kabel für die Festplatte weg. Ja. So, ach ja, der kann auch schon spielen. Perfekt, das passt. Dann. Ach ja, ohne Frontblende startet der nicht. Alles klar. Jetzt startet er aber. Rückwand rein. Und auch das hier noch schick machen. So, dann. Oh Gott. Gott, oh Gott. Heute ist nicht mein Tag. Zumindest in dem Spiel nicht. Irgendwie ist meine Schreibtischordnung hier gerade nicht so, wie ich mir es vorstelle. So. Wir installieren den Mist noch. Kann er sich selber schick machen. Bevor wir hier weitermachen. Machen wir den aus, weil der kann weg. Strom sparen ist die Devise. Und was haben wir jetzt hier für Schmerzen? 3699. 3838 Villa. Ja, klasse. Also hier brauchen wir für eine anständige Grafikkarte. Hier haben wir eine 1060 drin. Gib mal her, das Gerät. Haben wir da noch irgendwas? Puh, ja. Die wird es jetzt aber nicht rausreißen. Die wird uns, glaube ich, nicht dahin bringen, wo wir hinwollen. Und wir müssen eh noch 8 GB kaufen. Aber wir gucken mal. 3666 waren es, glaube ich. Das ab. Das kann sogar mal dranbleiben, die Rückseite, da wir ja gar nicht mehr eine Festplatte schaffen müssen.
Könntest du ja mal mit der hier probieren? Vielleicht bauen wir dem anderen dann die hier ein. Aber ich denke nicht, dass das auch nur annähernd ausreichen wird. So. Wir versuchen es trotzdem. Hauen da mal die 1060 rein. Dann haben wir hier unseren i7. Wieso ist denn das eigentlich immer wieder da unten? So, wo waren wir da? Haben wir. Speicher brauchen wir. Die M2. Dann müssen wir die Grafikkarte wohl nochmal ausbauen, wahrscheinlich. Die kommt nämlich genau da drunter. Alles klar. Deswegen hatte ich beim anderen Entschuldigung, beim anderen gesagt, erstmal ein die Festplatte, dann die Grafikkarte, weil ich nämlich sowas erwartet habe. Und hier war es jetzt tatsächlich so. So, Frontblende brauchen wir. Dann kriegt er noch einen bunten Gehäuselüfter. Bisschen Verkabelung. Eigentlich, oh, stimmt, ich habe ja extra Kabel gekauft, um das Ganze auch mal schön zu machen. Ich denke da aber nie dran, die mal auszutauschen. Oh, 3700 haben wir schon mal. Wird aber trotzdem noch nicht reichen. Aber warten wir einfach mal ab, was wir hier rausbekommen. Ja, der ist auch hier nochmal richtig schnell. Habt ihr gesehen, wie schnell das installiert hat? Das kommt wahrscheinlich von der M2, wa? Da bin ich mal gespannt. So, wir können auf jeden Fall hier den 3200 MHz Speicher mal kaufen. Wir wollen die 4 GB Regel. Wo habt ihr denn die? Wo haben die denn so viel davon? Hallo? Hier, da ist er. 65 kostet er. Okay. Dann können wir ja auch einen schon wieder abkassieren. Unvollständiges Gehäuse. Ich weiß, was passiert ist. Ja. Ich weiß es. Den Deckel vergessen. Jetzt ist er aber fertig. Und dann wollte ich ihn abkassieren. So. Oh, 1080. Hey, wir sind bei den 1080 angekommen. Sehr schön. CPU ersetzen hast du kaputt gemacht. Sofort, oder was? Dann können wir auch gleich einen i7 nochmal kaufen. Alter, der hat ja nicht lange gehalten, alter Schwede. Oh Mann. Der war das. Ich möchte das Maschinen. Ja, läuft bei ihm, würde ich sagen, auf jeden Fall. So, was haben wir hier? 4079. Reicht nicht.
Das reicht nicht. Dann kriegt er jetzt diese hier. Die wird wahrscheinlich völlig überreißen. Und wieder das Kabel vergessen. So, dann bauen wir mal zusammen, weil wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Und wir müssen nach einer Grafikkarte für den anderen Kollegen jetzt suchen. Uns fehlen jetzt noch gut, was waren's? 100 Punkte. Und haben jetzt, welche haben wir ihm eingebaut? Die 1060 Gaming VR6. Dann holen wir ihn noch so eine 480er, oder? Für 285 sollen wir dem eine Grafikkarte kaufen. Jetzt gucken wir mal. 1060 Gaming VR Dingsbums bla Fasel. Wo ist er? Da. Jetzt muss sie noch ein bisschen besser sein. RX480 Gaming 4G. So, die kostet aber schon mehr, als er uns bezahlt. Ich verstehe die Leute nicht. Also ich blick es wirklich nicht. Was ist das mit diesen Aufträgen? Was haben die sich dabei gedacht? Ich krieg für das Geld nicht mal eine CPU, die deutlich besser wäre, um das rauszuholen, was uns fehlt. Und ich habe jetzt ja schon eine andere Grafikkarte reingeschickt. Die hat ja irgendwo auch mal Geld gekostet, ne? Naja, was wollen wir machen? Wir brauchen die. So, das Zeug können wir bestellen. Ah, noch nicht, noch nicht. Obwohl doch, da kommt ja nichts mehr. Doch, stimmt, von dem hier. Der ist nämlich fertig. So, abkassieren. Ja, du willst natürlich wieder nur ein Benchmark haben. Ja, also können wir das doch bestellen. Und tschüss. So, den hier machen wir mal aus wieder. Strom sparen. Also, Strom wird halt überwiegend verbraucht, oder was halt diesen Unterschied macht. Ich kann hier so lange die PCs laufen lassen, würde ich erstmal behaupten, wie ich will. Das Schlimme ist halt, wenn alle drei PCs oder alle vier PCs über Nacht laufen, weil hier frickelt man nun mal lange und ich glaube nicht, dass sie einem hier jetzt viel Zeit berechnen. Wo, also für Strom. Das Schlimme ist, glaube ich, tatsächlich wirklich nur die Nacht. So, die Sachen haben wir. Und dann gib mir mal deinen kaputten PC mit hier. Habe ich die nicht angenommen? So was Ärgerliches. Ärgerliches jetzt auch noch. Gigabyte haben wir noch Speicher. Aber nichts Passendes. So, und die 480er hier rein. Kabel nicht vergessen. Nee, stopp mal. Moment mal. Das will ich jetzt noch mal eben gucken. Mit der Grafikkarte, die eben drin war, was der Speicher jetzt bringt. Das würde mich jetzt wirklich noch mal eben interessieren.
zwei Stück, wo wir auf den blöden Benchmark-Test warten. Und wir haben fast 5000 auf dem Konto. Wir hatten schon mal mehr. Daran sehen wir, dass wir jetzt auf jeden Fall schnell Verlust gemacht haben. Na ja, gut, oh, nee, okay, wir haben ja auch 500 Miete bezahlt. Da, von daher, ja, okay. Aber es ist halt furchtbar schwer, hier an Geld zu kommen. Um wirklich bei jedem Auftrag plus zu machen. Ja. Vor allem, wenn man dann überlegt, was es jetzt auch noch kostet, die. Na, wie heißt es? Ja. Mein Gott. Wie kann man denn so auf dem Schlauch stehen? Hier, Shop. Hier, Werkzeug. So, hier. Wo, der GPU-Tuner. Ach, der ist aber auch erst ab dem nächsten Level. Und der war auch nur 13.000 kostet der, ne? Was fehlt uns jetzt eigentlich noch? Systeminfo brauchen wir nicht, haben wir schon, noch nicht frei, brauchen wir auch nicht. Hier. Also das kostet auf jeden Fall nochmal alles ordentlich Geld. Automatisches Verkabelungswerkzeug. Gut, das müssen wir jetzt auch nicht unbedingt haben, da diese paar Kabel mal eben ranzustecken. Es ist jetzt schon nur noch einmal klicken statt zweimal. Automatisches Schrauben. Ja, kann man machen. Aber das Upgrade für schnellere Installation wäre noch interessant. Dann gehen die Teile noch schneller da rein. Aber bis wir da sind und uns das leisten können, naja, ne? Wisst ihr ja. Dauert es noch eine ganze Weile. So, wie sieht's aus? Nix. Da hat der Speicher nichts mehr gebracht. Was hat denn der überhaupt eine CPU hier drin? Da war schon ein Ryzen 5 drin. Das wäre eh nicht billiger geworden. Gut, dann kriegst du jetzt die 480er. Kabel. Strom. Und Deckel drauf. So, was haben wir hier? 3818. Die CPU ist schon heftig. R9290GR8. Ich glaube, die ist auch gar nicht so übel. Also es wird, glaube ich, schwer, dass wir jetzt noch was Besseres hier drin haben. Ich baue es aber mal aus. Versuchen wir es mal mit der hier. 410. Schalalalala. Okay. Aber RAM müssen wir noch kaufen, ne? 8 GB will er haben und er hat davon 2 hier drin. Was haben wir jetzt hier noch um. Oh, falsche Taste. Was haben wir noch rumfliegen? Dann kaufen wir jetzt noch 3 Riegel hiervon. Um das auch mal loszuwerden. 1, 2, 3. Schön. So, der ist schon wieder durch hier. 3866. Na, das passt ja auch gerade so wieder. Crystal Series. 570x RGB wird wahrscheinlich Speicher sein. Diagnose stellen, reparieren. Oh,
Mein PC ist kaputt. Ein offensichtlicher Fehlerursache ist nicht ersichtlich. Da müssen Sie wohl tief graben. Wenn ich einschalte, sehe ich einige Lämpchen der Hauptplatine leuchten, aber sonst passiert nichts. Dann bin ich mal gespannt. Wahrscheinlich Grafikkarte und CPU im Eimer und vielleicht sogar noch der Speicher. Wenn die Platine ja noch leuchtet, dann kann sie ja nicht kaputt sein. So, was haben wir jetzt hier? 4000. Ja, wir brauchen aber den Speicher noch. Vorher können wir den Auftrag nicht beenden. Okay, Speicher kaufen wir. Auf dem Weg zum PC, auf dem Weg können wir also in den nächsten Tag gehen. Ganz getrost. So, nehmen wir mit. Licht an. Spot aus. So, hier ist unser Kollege mit der CPU. Damit fangen wir auch mal eben an. Das ist eine schnelle Nummer. Muss stopp. Schlauer wäre es hier, den Speicher erstmal reinzukloppen, damit er laufen kann. Seitenwand anschrauben. So. Müssen wir nur noch mal den Wert knacken, weil wir den ja wieder auseinander. Also, ne, wir haben ja wieder Teile ausgetauscht. Bisschen blöd gemacht, ehrlich gesagt. Meiner Meinung nach könnte man sich auch ruhig mal merken, dass die Teile oder dass der Wert schon erreicht wurde. Und wir haben jetzt halt noch aufgerüstet. Wir haben ja nicht mal abgerüstet. So. Einmal kaputt gemacht, kriegst du neu. Ist ja auch ein teurer Spaß für dich. Aber du zahlst ja auch gut. Schmier sind wir hier unten. Moment, erst das Ding mit drauf. Dann können wir es mich gleich mit anschließen. Bei dem Gehäuse echt etwas verwirrend. Das heißt verwirrend, aber bei allen anderen muss man das nicht. So, läuft. Und tschüss. Gucken wir mal, ob wir sie alle fertig kriegen. Obwohl, ach nee, wir müssen für den hier auf jeden Fall Teile kaufen. So, das ist auf jeden Fall schon mal die Grafikkarte, die im Dutten ist. Da bauen wir jetzt mal eben was anderes ein, um mal zu gucken, was denn überhaupt passiert. Ob noch mehr kaputt ist. Oder ob er schon läuft. CPU ist auch kaputt. Den haben wir, glaube ich, sogar noch. Und Speicher probieren wir jetzt auch noch mal eben aus. Der könnte vielleicht auch noch kaputt sein. Ja, ist ja gut, Grafikkarte. Ich baue die ja schon wieder aus. Muss ja nicht meckern. Bevor wir jetzt eine kaufen. Die ist zu gut. Die ist zu gut, glaube ich. Was kostet denn die R9? 380. Welche? So, Prozessor ist kaputt. Ein 1500X. Dann kriegt er den. Dann brauchen wir wenigstens schon mal keinen kaufen. Das hat sich das erledigt. Warum merkt er sich das nicht, dass wir hier oben sind? Er rutscht immer wieder hier runter. Nein, nicht den 400er, den 6. 1600er bekommt er.
ist der Speicher. Der Speicher ist auch heil, der kann wieder rein. Okay. Prozessorlüfter darf auch schon wieder drauf. Jetzt müssen wir nur mal nach der Grafikkarte. Was war das? 380 Gaming 4G. Was kostet die denn? Das ist ein Schnapperpreis. Was kostet die 1060? Welche haben wir? Die VR 6G. Ist schon teuer. Gut, dann holen wir die 380er. Aber wir können den Auftrag damit abschließen. Und sind mal wieder ein Teil los. Komm, was soll's. Machen wir. Ja, du kriegst die 1060 jetzt hier rein. Bezahlt ja einen Haufen Kohle. Wir machen immer noch Plus an dem Ganzen. Also von daher. So, der ist fertig. Der ist fertig. Sind wir nämlich alle nochmal losgeworden. Ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und wir sind wieder was los. Jetzt muss ich mal die kaputten Teile hier verkaufen. Die möchte ich nicht haben. Gut, das war's. Dann dreimal abkassieren. Neue Teile. So. Der braucht einen ultra billigen PC für 900. Okay. Oh. Das finde ich jetzt immer wiederum geil. Jetzt müssen wir die alle Upgrades. Upgrades. Okay. Auf jeden Fall mal alles, was hiermit zu tun hat. Nice. Gefällt mir. Nehmen wir alle an, auf jeden Fall. Weil das sollten wir hinkriegen. Und wenn nicht, dann nicht. Ja. Aber gut, meine lieben Leute. Denn bevor ich jetzt hier anfange, wieder die Sachen alle herzuholen und Teile zu kaufen und so, mache ich hier lieber einen Cut. Und wir machen weiter in der nächsten Folge. Ich bedanke mich wieder ganz herzlich fürs Einschalten und Zuschauen. Lasst mir doch gerne ein paar Däumchen da und abonniert mich kostenlos, wenn ihr dies noch nicht getan haben solltet. Ich sag reingehauen, bis zum nächsten Mal.